Hallo und herzlich willkommen zu unserem Let's Play von LEGO Wazers. Ja, in der letzten Folge haben wir unseren schönen König Kauka geschlagen. Jetzt haben wir hier diesen Fledermaus-Typen, gegen den wir heute antreten dürfen. Aber erstmal bauen wir wieder uns was Schönes Neues zusammen, weil wir haben nämlich ein paar neue Teile, genau. Fahrer, ach, das stimmt, den müssen wir auch neu zusammenbauen. Oder können wir den, warte mal, müssen wir uns einen neuen Fahrer machen oder können wir auch nicht einfach den behalten? Einen Fahrer bearbeiten, ja, aber das Auto möchte ich eigentlich behalten, damit wir am Ende dann alle Autos haben, die wir so gefahren sind. Kopieren, löschen. Warte mal, wenn wir den kopieren, dann haben wir den zweimal. Ah, sehr schön, dann können wir den jetzt bearbeiten, weil eigentlich den Rennanzug finde ich schon ganz cool. Und dann zerlegen wir unser Auto. Genau. Und dann gucken wir mal. So, wir haben einmal das Piratenset hier. Jetzt neu vom Kapitän Rotbart, ist er, glaube ich. Und vom König Kauka sein Dschungelauto. Jetzt ist die Frage, nehmen wir eins von den beiden? Ich meine, die sprechen mich jetzt nicht so extrem an. Beim letzten Mal hatten wir das hier, deswegen würde ich... Komm, dann nehmen wir jetzt mal hier die Rennwagenteile. Weil die beiden neuen Sets, ja, sind okay, aber finde ich jetzt nicht so toll. Also nehmen wir einfach mal das hier. Ich suche, genau. Bauen wir. Was machen wir denn damit? So, erstmal wieder auch reinkommen. So, das hier sind die Rennautoteile. Von dem Teil Rücklichter geben, okay. Warte mal, wenn wir die so und dann zweimal drehen, wie sieht das aus? Das könnte gut aussehen, gucken wir mal. Ja, so als Heck kann man das, glaube ich, machen. Die Frage, wollen wir da einen Spoiler noch drauf packen oder eher so eine Kopfstütze hier? Gucken wir mal, wie sieht denn der Spoiler so, so aus? Nee, das sieht da eher nicht so cool aus. Aber, warte mal, wenn wir das wieder hochpacken, da gibt's doch, hier müsste es doch die Teile geben, oder? Obwohl, nee, hier gibt es sie, glaube ich, nicht. Genau. Wir bauen uns diesmal ein rotes Auto zusammen. Obwohl, der letzte war auch rot, oder? War der letzte rot? Ich glaube, der letzte war rot. Komm, dann bauen wir uns... Wir bauen uns ein gelbes Auto zusammen. Das hatten wir auf jeden Fall noch nicht. ja, das würde nämlich auch gehen. Hier das Teil. Das ist ja dann sozusagen schon so eine Art Kopfstütze. Und wenn wir darauf jetzt den Spoiler packen, wie sieht das aus? Weil wir brauchen Downforce. So, ich kann auch einen schönen gelben nehmen. Ja, einer noch. So. Kann man das machen? Sieht irgendwie merkwürdig aus. Naja, wir lassen es einfach mal so. Können ja auch später nochmal gucken. Gucken wir mal das Teil vielleicht dann an die Seite. Also, warte mal, geht das auch noch? Nee, da kann er es nicht hinsetzen. Ach, weil da der Spoiler im Weg ist. Oder was? Oder was ist da im Weg? Ich weiß es nicht. Wie wird das? Ah, das Bauen ist gar nicht mal so einfach teilweise. Also, genau, ich möchte aber schon das hier haben. Was ist da im Weg? Ne? Ja, so würde es nämlich gehen. Aber sieht ehrlich gesagt auch ziemlich kacke aus. Dann müssen wir wahrscheinlich den Spoiler erst hinterher draufpacken. Ja, aber das passt irgendwie auch nicht. Ne, da darf das nicht hinsetzen. Dann würde ich einfach sagen, gucken wir mal.
Nehmen wir für die Front so ein Teil. Ja, machen wir mal. Ja, sieht okay aus. Und dann... Ja, du musst es... Ah! Du musst es mir nicht erklären, danke. falsch, ich wollte dahin. Obwohl, nee. Wenn ich hier mal gucken... Möchte am besten... Als gut, als Vierer gibt es die auch. Dann nehmen wir das Ding einfach als Vierer. Und setzen es dahin. Ja, das sieht besser aus. Sagte er bei einem Lego-Auto. Oh Mann. Ah, nee, 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 das möchte ich nicht. Ich möchte... hallo. Da, Kamera. So. Gefällt mir an sich schon mal gar nicht mal so schlecht. Wie sieht das denn aus, wenn man das so dreht? Sieht gar nicht mal so schlecht aus, gell? Ne? Das kann man machen. Sieht aus wie so eine Art Lufteinlass. Ja. Machen wir mal. Müssen jetzt hier auch kein extremes Meisterwerk rausholen. Ist halt nur schade, dass wir keine Windschutzscheibe haben oder sowas. Warte mal, die neuen Teile haben wir uns gar nicht angeschaut, gell? Da gibt es doch auch noch jede Menge. Vielleicht gibt es da noch was wir benutzen können. Wir können uns ein Papagei aus Auto packen. Okay, das ist cool. Ach, guck mal. Die hätten wir natürlich auch benutzen können. Warum sind die bei dem Piraten-Set dabei? Das hat doch überhaupt nichts mit Piraten zu tun. Naja gut, und dann haben wir noch von dem Typen. Gibt's da so? Nichts Besonderes. Naja. Irgendwas möchte ich noch machen. Weil jetzt sieht er noch ein bisschen karg aus. Da kann man aber nichts mehr hinsetzen, oder? Gibt es da auch eins kleiner, oder? Das zum Beispiel, das... Doch, das könnte man hier sogar noch hinsetzen. Aber... Ob man das machen muss, ist die andere Frage. Wenn man das hier noch so dazu packt. Sieht zwar auch gar nicht mal so scheiße aus, oder? Nee, das passt nicht. Komm, ich würde sagen, bevor ich hier jetzt noch Stunden weiter dran sitze, was ich mir bei mir vorstellen könnte, dass das passieren würde. Warte mal, das können wir aber... Nee, das steht dann über... Nee, komm, dann nehme ich hier dieses Gitter noch. Sieht aber auch kacke aus. Sollen wir ihn einfach so lassen? Er ist dann relativ einfach, aber... Komm, lassen wir ihn einfach so. Ja,
Sieht merkwürdig aus, aber ich möchte jetzt hier auch nicht noch Stunden weiter dran sitzen. So, dann haben wir unseren roten und unseren gelben Flaschen. Genau. Und ja, dann machen wir jetzt direkt weiter. Also direkt ist gut. hat ein bisschen länger gedauert, aber ja, man kann sich da halt auch ziemlich dann festbeißen. So, wir haben wieder vier Rennen. Momentan der Champion Basil the Battlelord. Wir haben den Marterton, den Totenkopfpass, den Tempel-Trampelfahrt, alles klar. Die Alien-Asteroiden-Rally und... Waren das schon vier? Tatsache, waren schon vier. Ich kann nicht zählen. Ja. Und wir treten gegen Basil, den Fledermaus-Lord, an. Alles klar. Coolerer Name für Batman. Oha. Erwarte nicht, dass du gewinnst. Jedenfalls nicht gegen den großen Basil the Batlord. Ich muss mir gerade vorstellen, wie mein sechsjähriges Ich ihn Basil the Batlord genannt hätte. Aber naja, warum auch immer der einen englischen Namen haben muss. Scheint aber auf jeden Fall so Vampirgedönse zu sein oder sowas. Warum? Sieht er. Ach, egal. Oh, der neue Tod. What? What? Ich bin. What? Okay. I'm scared. Was war das? Scheiße, ich dachte, da könnte man lang. Ich verkack's gerade ein bisschen, merke ich. Ich brauche noch so einen weißen Stein, damit ich den Teleport... Nein! Ich brauche nicht die Raketen, ich brauche den Teleport. Jetzt brauche ich ein grünes Teil. Da ist ein grünes Teil, so. Damit ich überhaupt nicht noch eine Chance habe. Aber sind wir zumindest schon mal vor dem Pack. Boah, der Basil geht aber auch ab. Na, man merkt schon, die Gegner werden auf jeden Fall schwieriger. Ah! Ach du Scheiße. Nee, der ist ein bisschen zu schnell. Da komme ich nicht ran. Außer ich würde jetzt noch ein grünes Teil bekommen. Mann. Gibt's doch nicht. Vielleicht erreichen... Nee, die Rakete... Ach, scheiße, nein. Ah. Was mache ich denn hier? Wenn wir nur Dritte. Gibt's doch nicht. Oder auch nicht, so. Zumindest noch Zweiter geworden. Aber, Alter, der Erste ist echt weit weggefahren. Da müssen wir auf jeden Fall aufpassen. In den nächsten Runden. Und Villa die Witch war auch nicht langsam. So, nächste Piratenstrecke. So bekommt man den Blitzstart. Man muss einfach ganz kurz vor dem Los tippen. Alles klar. Jetzt weiß ich das auch. Wahrscheinlich wusste ich es schon in den letzten Folgen und ich habe es einfach nur wieder vergessen. Hatten wir nicht eben noch... Ach, egal. Ich dachte, ich hätte ein grünes Teil eingesammelt. Alter, der Basil geht aber auch ab. Das gibt's doch nicht. Ich muss auf jeden Fall alle grünen Teile einsammeln, sonst habe ich ein... arges Problem. Und warum sammelt der die Teile gerade nicht ein? Das gibt's doch nicht. So. Ach, Mann. Jetzt fahre ich auch noch dran vorbei.
Musik ist cool. Ja. So, ein weißes Teil noch, dann haben wir den Teleport. Weiße Teile sind hier aber doof gelegt. Kommt man nicht direkt dran. Na, oh, gibt's doch nicht. Da ist noch eins. So. Sind wir ganz knapp vor ihm. Dürfen wir uns keine Fehler erlauben. Komm. Und so, und jetzt noch den TP. Dann haben wir es gewonnen. Sehr schön. So, sorry, wenn ich mal ein bisschen leiser bin, aber ich möchte die Meisterschaft noch ganz gerne gewinnen. Und wir sehen schon, mit dem Basil ist das gar nicht mal so leicht. Wie viel schneller er einfach als die anderen ist, das ist krass. So, nächste Strecke. Jetzt wieder irgend so eine Osterinsel-Strecke oder so. Na, nicht geschafft, schade. Ich glaube, ein bisschen zu spät habe ich es gedrückt. Hilft auf jeden Fall der Blitzstart schon, weil die Rennen halt relativ kurz sind. Ui, hier kriegt man direkt zwei. Muss ich mir merken. Jetzt sind wir zwar weit hinten, aber es hat noch nichts zu heißen. Ach, what? What? Das ist ja unfair. Warum? What? Warum schießt das Teil einfach? Hallo, komm um die Kurve. Gleich starte ich das Rennen neu. Ah! Ich fahr Kurven um die Teile. Das gibt's nicht. So, ich versuche mal ein bisschen zu driften. Vielleicht hilft das ein bisschen. Kann man ja mit der Leertaste. Ja, aber das ist ja unfair, dass man einfach von dem Ding abgeschossen wird und seine weißen Steine dadurch verliert. Oder durch sowas fährt und dadurch seine Steine verliert. Wow. Komm. Muss mal ein bisschen Land gewinnen. Nee, diesmal fahre ich da nicht lang. Das hat zu viel Zeit gekostet. Zwei weiße Steine sind schön und gut, aber wenn man hier gleich wieder abgeschossen wird, dann bringt das einem eh nichts. Ja, super. Ach, der spawnt der Stein noch nicht mal mehr, das gibt's nicht. Und der Basil ist schon wieder 8 Kilometer entfernt. Was soll ich denn? Hallo, fahr bitte. Ah. Ja, der schnappt der... Danke. Junge, fahr! Nee, das Rennen gewinnen wir garantiert nicht. Die grünen Steine sind aber auch irgendwie immer an den beschissensten Positionen. So, jetzt hier. Kommt zwar gerannt. Ja, klar. Das Spiel mag mich nicht. Ich mag die Strecke, ich sag auch nicht. Och Mann. Gibt's doch nicht. Ah, nein. Oh, Kacke. Nicht durchfahren, danke. Oh Gott. Zumindest weiter. So, jetzt müssen wir das nächste Rennen auf jeden Fall gewinnen. Zehn Punkte Vorsprung hatte. Oder er darf halt nicht Erster werden. So, jetzt hier die Alien-Strecke. Ah, Mist. Ja,
What? Okay, irgendwie sind die Strecken unfair. Kann das sein? Ja, was soll ich denn machen? Leute. Warum habe ich die Strecken nicht so dermaßen unfair in Erinnerung? Ja, super! Ich habe halt echt keine Ahnung, was ich machen kann. So, zumindest ein Teleport. Na, toll. Was ist das denn für eine unfaire Spielmechanik, ey? Dass man einfach weggezogen wird von da, wo man hin möchte. Ja, komm, schaffen wir eh wieder nicht. Doch, schaffen wir, sehr schön. Sind... Ja, das ist nicht dein Ernst. Hat der mich jetzt... Wow. Na, och, Junge. Nur damit ihr es wisst, wir sind anscheinend eben, direkt nachdem wir durch den Teleport waren, in so eine Pharao-Ding reingeraten. Und deswegen war meine Lenkung invertiert. Ne, das Rennen gewinnen wir wieder nicht. Das gibt's nicht. Das ist doch mega unfair, ey. Ja, natürlich triffst du mich 8-mal. Junge, hör auf. Jetzt ist allmählich nicht mehr lustig. Ja. Und ich fahr auch noch. Ja. Sag doch auch mal was. So. Ja, toll. Jetzt bekomme ich einen Teleport. Ja, das haben wir nicht gewonnen. Zweiter. Oh, die Runde haben wir so anscheinend doch freigeschaltet, aber halt nicht sein Auto. Jetzt die Frage, wollen wir... Ich würde sagen, wir machen in der nächsten Runde dann einfach mit der nächsten Runde weiter. Und je nachdem können wir das Ganze ja nochmal später nochmal besuchen. Nur, die Strecken waren echt unfair. Also bis auf die zweite, die wir auch gewonnen haben, war das echt irgendwie... Naja. Aber gut. Ich würde trotzdem sagen, wenn euch die Folge, trotz dessen, dass sie nicht ganz so erfolgreich war, trotzdem gefallen hat, würde ich mich sehr über eine positive Wertung freuen. Ansonsten, wenn ihr Verbesserungsvorschläge, Tipps, Tricks und so was habt, immer in die Kommentare damit. In der nächsten Folge geht es dann gegen diesen Indiana Jones Abklatsch weiter. Genau, und ich würde sagen, bis dahin, euer Tiger15, aka der Fossibär. Tschüss.